Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Hey, liebe Leute, was geht ab? Herzlich willkommen mal wieder zu einem Video. Dieses Gameplay möge euch vielleicht bekannt vorkommen, allerdings dazu gleich noch etwas. Ich habe mich jetzt eine Weile nicht mehr gemeldet und ja, ich werde euch heute sagen, wieso das so war. Gut, also das Gameplay kennt ihr wahrscheinlich von Mädchengelaber von Danny und mir auf Dannys Kanal. Aber gut, egal jetzt. Jedenfalls, ja, nach dem letzten Video ist ja gut angekommen, will ich ja gar nicht sagen, ne? Allerdings, oh, habe ich mir gedacht, gut, Nico, die letzte Woche so, machst du mal wieder ein Video. Bin ich natürlich ans Werk gegangen, genauso wie zu meinen Hausaufgaben. Alles klar, mach ich. Kein Ding. Ja, dann aber die böse Überraschung. So, was nehme ich denn von den ganzen Sachen, die ich hier aufgeschrieben habe? Ja, scheiße! Was mach ich denn jetzt? Ja, liebe Leute, da das letzte Video ja eigentlich gar nicht mal so schlecht war, muss ich sagen, möchte man natürlich nicht, dass in Zukunft die Qualität der Videos unter meinem, in Anführungszeichen, neu aufgebauten Beruf leidet, ja? Oder, Frankie! Ja. So, alles klar, liebe Leute. Deswegen habe ich ein kleines Problem. Aber natürlich habe ich alles Mögliche, was in meiner Macht steht, versucht, um eine neue Idee zu bekommen. Ja, Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, aber um mein Gehirn anzuregen, habe ich tatsächlich versucht, den Rubik's Cube zu lösen. Und ich habe es geschafft! Aber alles zum Rubik's Cube und wie ich ihn gelöst habe in einer anderen Folge von... Hä? Alter, wieso passiert mir immer der gleiche Shit? Wir sind hier nicht bei Alberto, verdammte Axt! Natürlich habe ich auch meine Kumpels dazu interviewt und ein paar Themenvorschläge gesammelt. So ein Spaß, Alter. Okay, ich muss zugeben, die Vorschläge, die da reinkamen, naja. Alter, nicht dein Ernst. Aber naja, für solche Situationen habe ich natürlich immer das richtige Motto am Start. In dieser Situation müsst ihr immer cool bleiben. Naja, aber ich merke, wenn ich keine Videoideen habe, kommen mir neue Gedanken in den Sinn. Ja, ich habe tatsächlich mal gelernt. Frankie, da wollten wir doch den anderen Clip nehmen, oder? Naja, okay, Leute, macht euch keinen Kopf. Das war nur eine Fake-Aufnahme. Das war gar nicht ich, das war jemand anders. Was ist denn jetzt los? Aber liebe Leute, keine Sorge, denn ich habe etwas für euch vorbereitet. Ich habe heute für euch den Frankie mit dabei. Ja, servus Leute, Mensch, hier ist der Frankie. Du, geh, alles klar, gell? So, ich wollte noch kurz sagen... Auch im kalten Winter müsst gesoffen wäre. So! Man laufen natürlich keine Dinge. Ja, gefehle Mensch hier, super Teil. Läuft schon draußen rum, geht alles klar. Drei Schals natürlich am Start und die Mütze, die Pennermütze, muss dabei sein. Allerdings wollen wir bei der ganzen Sache den Luxus nicht vergessen. In Jogginghose unterwegs, allerdings der Gucci-Gürtel sitzt, Mensch Leute. So was müsst ihr euch erstmal rauslassen, gell? Alles klar. Ich gehe wieder weiter, Nico, und gehe weiter saufen. Macht's gut! Ja, Leute, das war euer Frinki! Alles klar, gell? Jetzt habt ihr ihn auch mal gesehen, den Spasten. Nee, Moment, das war nicht Frinki. Das war nur eine Simulation. Lustig! Was ich euch eigentlich sagen will, liebe Leute, ich warte auf ein paar Vorschläge von euch für ein paar Videothemen. Was wankt euch so? Wankt euch so ein bisschen Talk about Women? Was ich eigentlich schon mit Danny mache, das heißt, es wäre nicht so gut. Allerdings schlagt mal ein paar Sachen vor, die euch so richtig ankratzen, ja? Wo ihr so sagt, ey, da will ich mal, dass der Spacken vor der Cam ein bisschen drüber labert. Ich ziehe das ja jetzt so auf, immer mit Cam, Gameplay, dies, das, ich, Spaß. Ja, doch, das war kein Spaß. Aber die Stimme war der Spaß. Versteht ihr den Witz nicht, Mann? Also, lasst euren Gedanken freien Lauf und bombt die Kommentare vor, liebe Leute. Ach ja, mir fällt gerade noch was ein. Ich wollte euch nämlich noch eine Story erzählen. So, ihr kennt doch sicherlich alle diese lieben ausländischen Leute,
die in der Bahn sitzen und euch die ganze Zeit krumm angucken. Ungefähr so. So, ihr wisst natürlich ganz genau, er beobachtet mich, er will mich anmucken. Aber was macht ihr? Genau. Und dann kommt dieser eine Moment, dieser eine minimale Moment, in dem ihr aufguckt. Und genau in diesem Moment, er wartet die ganze Zeit darauf. Und genau in diesem Moment. Was guckst du, Digga? Ich, was? Oh Gott, wie ich das hasse, Mann, ohne Witz. Da sind immer die Leute, die glotzen dich so lang an, bis du aufguckst, um dich dann dumm angucken zu können. Um dich dann dumm anmucken zu können, meine ich, verdammte Scheiße. Aber Leute, ich muss wieder runterkommen. Auch dafür gibt es eine Antwort. In dieser Situation müsst ihr immer cool bleiben. Alles klar, dann haben wir uns jetzt beruhigt. Und liebe Leute, ich möchte noch kurz die letzten Worte an euch richten. Ich hoffe, das Video hat euch gemundet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Videos gefallen euch in letzter Zeit ein bisschen besser. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Denn wenn dies der Fall ist, liebe Leute, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ihr wisst es ganz genau. Ihr müsst nur den grünen Knopf drücken, da wo der Daumen nach oben zeigt. Und wenn es euch nicht gefallen hat, nach unten zeigt. Ganz einfach. Darüber würde ich mich verdammt freuen. Und natürlich über die Kommentare für neue Anregungen und Ideen. So, liebe Leute, dann würde ich mir wünschen, dass ihr auf meiner Facebook-Seite vorbeischaut. Einfach mal unten auf den Link in die Beschreibung klicken. Und ansonsten, da ihr das Gameplay hoffentlich schon gesehen habt, ist, glaube ich, ein 30:4. Wünsche ich euch schon an dieser Stelle noch einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Video. Vielleicht kommt die Idee sogar von dir, du, der da vor seinem Scheißkasten sitzt und sein Bier säuft, Mensch. So, liebe Leute, macht's gut, hellas und bis zum nächsten Mal. Moi!